Hallo Leute von heute, wie geht's euch mal wieder so? Wir starten heute ein neues Game und das wäre Metro Exodus. Und wer es nicht kennt, es ist ein recht cooles Spiel. Und ja, worum es da geht, werdet ihr jetzt in dem Let's Play sehen, denn ich werde nochmal neu anfangen. Denn ich habe das Spiel noch nicht ganz durch und ich habe das jetzt auch schon eine lange Zeit nicht mehr gespielt. Da habe ich mir gedacht, ach komm, lass einfach mal YouTube also mit reinbringen und ja, dann würde ich sagen, machen wir ein neues Spiel. Let's go. Aber ich erinnere mich noch an das Leben vor dem Krieg. Ich erinnere mich, dass wir anders waren und dort oben lebten, an der Oberfläche. Wir waren die Herrscher der gesamten Welt. Wir hatten gigantische Städte aus Glas und Stahl gebaut, nach Belieben die Meere überquert und auch den Himmel erobert. Wir waren einmal 7 Milliarden. Wir sind nicht für das Leben in den Tunneln geboren. Ich wurde geboren, um frische Luft zu atmen. Daran kann ich mich erinnern. Okay, was ist da passiert? Milliarden wurden im letzten Krieg ausgelöscht. Okay. Nur 50.000 schafften es, im Untergrund zu überleben. Die Oberfläche ist vergiftet, verbrannt und wimmelt vor schrecklichen Monstern. Eines Tages wird die Strahlung an der Oberfläche vielleicht nachlassen und unsere Enkelkinder oder deren Enkelkinder können vielleicht dorthin zurückkehren. Zumindest glauben meine Brüder des Ordens das. Im Grunde bestand für uns von Anfang an keine Hoffnung. Trotzdem sind wir Menschen einfach zu schlecht im Aufgeben. Wir versuchten, das Beste daraus zu machen. Wir verbündeten uns und arbeiteten daran, die Metro zu unserem neuen Zuhause zu machen. Immerhin ist das hier möglicherweise der einzige Ort auf der Erde, an dem noch Menschen leben können. Eine Zeit lang hatten wir gedacht, wir könnten es schaffen. Doch leider hat der Krieg nicht auch unsere schlechten Gewohnheiten getötet. Es war nur ein flacher Abhang, aber wir glitten einfach hinunter. In der relativen Sicherheit der Tunnel gärte die Korruption. Und als die Gefahr von oben kam, stellten sich nur wenige von uns gegen sie. Und es wurden täglich weniger. Okay. Aber ich erinnere mich, dass wir für ein besseres Leben geboren wurden. Und ich kann nicht hinnehmen, dass ich im Untergrund alt werden und sterben soll. Es ist mir egal, wenn sie mich als Idioten beschimpfen. Aber wenn auch nur der kleinste Splitter dieser alten Welt noch da draußen existiert, muss ich ihn finden. Uiuiui. Wenn endlose Jahre hoffnungsloser Existenz und ein einzelner Moment der Hoffnung zur Auswahl stehen, muss ich mich für die Hoffnung entscheiden. Ich muss dieses Signal finden. Ja gut.
Ja, scheinbar, dann wird es jetzt auch gleich losgehen. Alles zugefroren. Es ist der tiefste Winter und man hört auch Verstrahlungen. Bis jetzt mache ich aber noch nichts, ne? Okay, jetzt kann ich mich bewegen. So, krass. Also ich habe jetzt gerade noch mal kurz meine DPI eingestellt. Vielleicht geht die noch... Okay, das ist schöner. Geht noch ein bisschen schneller. Ich zische mir erstmal noch mal kurz meine Energy rein. Okay, hier piept's schon und es knistert noch ein bisschen. Wo sind wir denn hier? Äpfeltaschenlampe. Oh. Was haben wir denn hier? Sieht nicht gerade gesund aus. Naja, dann schauen wir mal weiter. Drücke L, um mit dem Feuerzeug des Spinnnetz anzuzünden. Okay. Oh. Heftig. So. Gucken, was hier ist. Das sind auch bloß Spinnen. Oh. So. Hier kann man anscheinend nicht weiter. Naja. Jetzt sind wir hier in einem Zug drin. Spinnen. Eine Abfackel. So. Oh Mann. Das ist jetzt hier, okay. Oh, Alter. Ja, moin. Batz. Da, das hässliche Vieh, was ins Gesicht bekommen. Hier ist noch eins. Noch eins. Okay, ein Schuss hat gereicht. Fein. Irgendwas machen? Okay. Kronen mitnehmen. Okay, irgendwas zum Durchlesen. Kronen. Kann man gleich mal nachladen. Boah, meine kleinen Biester. Feuer, Schrotpatronen. Das ist eine Glocke. Ich glaub, wir müssen hier lang. Okay, das Vieh ist auch breit.
Ich glaube, wir sollten schnell weggehen. Was machen? Du machst das scheiß Tor zu. Oh. Und noch ein Vieh. Voll in das Maul. Oh. Okay. Halte durch, wir kommen! Gib uns Deckung! Halte durch! Wir holen dich da raus! Danke, Jungs, ey. Mach doch nicht solche Sachen mit mir. Bewegung ist nicht aus. In der Station ist es jetzt Nacht, aber keine Sorge. Alles klar, aufmachen. Ich habe gesagt, dass sie ihn erwarten. Los! Da kommen die Spartaner. Hey, Duke, warte mal. Wohin denn jetzt? Nach links, über den Platz. Hey, Damir. Meinst du, der Oberst weiß, was Artyom da oben vorhatte? Woher soll ich das wissen? Frag ihn doch selbst. Er hat sich vom Ring aus per Funk gemeldet und gesagt, er sei morgen hier. Hey, du, lass ihn in Ruhe. Soll er doch lernen, selbst klarzukommen. Wie soll er sonst in der Metro überleben? Aufwachen, Leute. Halte durch, Artyom. Du bekommst jetzt eine frische Dosis Spartanerblut. Hallo. Artyom, bist du wach? Alles gut. Der Arzt sagt, du erholst dich wieder. Soll ich vor lauter Sorge umkommen? Was, wenn du nächstes Mal nicht von der Oberfläche zurückkehrst? Da draußen ist niemand, Artyom. Niemand, den wir finden können. Niemand, mit dem wir reden können. Gäbe es da Menschen, dann wären sie doch längst hier, meinst du nicht? Wieder und wieder haben wir darüber gesprochen. Du musst akzeptieren, dass es nur noch uns gibt. Herr Oberst. Hallo, Alex. Da bist du ja, Sturmbock. Wie oft müssen wir dieses Gespräch noch führen? Wenn du dich wegen deiner albernen Träume selbst umbringst, soll mir das egal sein. Aber siehst du nicht, was du meiner Tochter antust? Deiner Frau? Papa, bitte. Okay. Nach dem Kampf um D6 hat der Orden kaum noch Männer. Und du gehst einfach. Die Leute brauchen dich und du verfolgst egoistisch deine fixe Idee. Aber jetzt hat dieser Scheiß ein Ende. Es gibt nur die Metro und sonst nichts. Und der Orden hat sie zu verteidigen. Wenn nicht wir, wer dann? Du scheinst fit zu sein. Also mach dich bereit. Dann besprechen wir deinen Transfer zur Polis. Komm, wir müssen reden. Ich hole den Arzt. Artyom, bitte versprich mir, dass dies das letzte Mal war, ja? Wir sehen uns später. Hallo. Artyom, die Leute geben dir ihr Blut, mit dem so viele Verwundete gerettet werden könnten. Und du bringst es verstrahlt wieder zurück. Meinst du nicht, das ist unfair? Lass es mich mal so sagen. Beim nächsten Mal kann ich für nichts garantieren. Ja, danke schön. Die Spartaner haben Artyom gerade noch rechtzeitig hergebracht. Ein Glück, dass sie so verdammt gut sind. Das sind sie ganz sicher. Ich kann mich kaum erinnern, wann ich zuletzt so gesunde und fitte Leute gesehen habe. Ich auch nicht. Eine Schande, dass sie so viel Zeit an der Oberfläche verbringen. Tja, ist leider ihre Aufgabe. Onkel Artyom,
Keine Sorge. Ich glaube dir. Nicht jeder hält das Land eingepfercht zu sein. Nimmst du mich denn mit, wenn du draußen einen sauberen Ort findest? Na klar. Was glaubst du, wie lange das noch so war? Artyom, hör auf, ihm Flausen in den Kopf zu setzen. Ist ja gut, ich gehe ja schon. In 10 Jahren? Wir können von Glück reden, wenn wir halb so lange durchhalten. Kein Antibiotika. Ich habe den Augen verlassen und somit entscheidet niemand für mich. Was Artyom betrifft. Es reicht, Artyom geht. Artyom, wie eine Schlappe mit Sprung hätten die Jungs. Oh, ich traue meinen Augen nicht. Artyom, es geht dir gut. Du hast uns ganz schön Angst eingejagt. Artyom, wie geht es dir, mein Freund? Mir geht's super. Das schreit nach einer zweiten. Artyom, noch ein paar Narben mehr und du wirst für Frauen unwiderstehlich. Und da wir gerade davon sprechen, Aljoscha, wie waren die ganz der Schwestern so? Leute, könnt ihr aufhören, ihn zu belagern? Willkommen, Uda. Privet, Artyom. Wegtreten! Ich gebe euch 2 Stunden, Leute! Ja! Oh, also ganz offiziell. Ich wusste es. Ja. Also habe ich etwas mitgebracht. Bitte, lasst uns das letzte Mal nicht wiederholen. Halte durch, Artyom! Die Party kann losgehen. Okay, oder auch nicht. Scheint so, als ob er wieder an der Oberfläche gegangen ist. Riechen. Und? Wieder nichts? Artyom, das Einzige, was ich höre, ist das Ticken des Geigerzählers. Ach ja, und dann sind da noch diese verdammten Dinger, die ständig vor sich hin krächzen. Lass uns nach Hause gehen, mein Schatz, bitte. Du nicht? Ich würde es auch vorziehen, an einem Strand oder in einem grünen Wald zu leben. Aber was bringen solche Fantasien in einer so stillen Welt? Sie ist still, Artyom, weil sie tot ist. Das glaube ich aber nicht. Ich suche einen Weg. Wir müssen die Filter wechseln. Okay. Bewegung. Wir brauchen keine zusätzliche Strahlung. Vater wird mich umbringen, wenn er herausfindet, dass ich mit dir hochgegangen bin. Sogar doppelt, wenn er erfährt, dass wir in einer Verbotszone der Hanse waren. Bist du schon in all diesen Ruinen gewesen? Ja, oft genug. Siehst du diese Zerstörung? Und Moskau hatte die beste Luftverteidigung im ganzen Land. Wenn Moskau jetzt so aussieht, wie mag dann der Rest der Welt aussehen? Keine Chance, dass hier oben irgendwas anderes als die Monster ist. Hör mal, vielleicht solltest du zum Orden zurückkehren. Wir könnten zur Polis ziehen. Papa hat gesagt, er würde eine Wohnung für uns organisieren. Okay. Denn wenn nicht wir, wer dann? Hier sollten wir nacheinander gehen. Das ist zu instabil. Jetzt bist du dran. Und ups. Aber doch ganz einfach. Ich denke, wir sind aus dem Gröbsten raus. Hast du das gehört? Nein. Ich habe nichts gehört. Okay. Hast du das gehört? Jetzt ja. Schon wieder. Haben sie dich erwischt? Nein. Nein. Gut. Vermutlich haben sie gehört, wie wir vom Dach herunterkamen und dann beschlossen, uns anzugreifen. Wahrscheinlich. Die Viecher werden immer schlauer. Lass uns einen Gang zulegen. Die ganze Gegend weiß jetzt, dass wir hier sind. Na, prima. Nein, das wollte ich nicht.
Schild. Das hat wirklich gerade noch gefehlt. Etwas zieht sie weg. Ein Glück, dass die Mutanten sich gegenseitig ebenso sehr hassen wie uns. Ich verstehe wirklich nicht, warum diese Zone für Stalker verboten ist. Die Strahlung und die Viecher sind nichts Besonderes. Wenn du meinst... Stopp! Das Rudel ist hier. Verwandeln wir diesen Ort hier jetzt in ein Blutbad oder lassen wir sie ziehen? Dass sie uns nicht mitkriegen, ist ein Wunder, ja? Anscheinend waren das alle. Ich bin froh, dass sie uns nicht bemerkt haben. Das war ein echt großes Rudel. Dann sind die Viecher anscheinend dümmer, als sie aussehen. Ist die Zone deshalb verboten? Ich meine, wegen all dieser Rudel und so? Ja, könnte ich mir vorstellen. Wie wäre es, wenn wir die Bahnstrecke über die Brücke überqueren? Das würde uns einen Umweg ersparen. Okay. Verdammt! Zu hoch! Hey, Atjom, hilf mir, da hochzukommen! Warte, ich wechsle nur meinen Filter. Aber jetzt kann's losgehen. Au, ruck! Und... Komm schon hoch! Und ich komme da so ohne Probleme hoch. Oder auch nicht. Ich kann nicht schlecht verstehen. Okay. Doch, das ist ein fahrender Zug. Was geht hier ab? Das hättet ihr vorher feststellen müssen, Arschlöcher. Atjom, Gott sei Dank. Diese Typen, sie gehören zur Hanse, nicht zum Orden. Diese Arschlöcher. Die haben mir eine schöne Nummer abgezogen. Tja, dafür wird Papa ihnen den Arsch abreißen. Was ist in eurem Moskau überhaupt los? In unserem Moskau? Du sagst das so, als wärt ihr nicht von hier. Sind wir auch nicht. Unser Dorf liegt etwa 200 Kilometer entfernt von hier. Ja. Was für ein Dorf? Ihr seid nicht aus Moskau? Ein ganz normales Dorf. Wir sind hergekommen, um den Vater des Jungen zu finden. Vor etwa einem Jahr ist er nach Moskau aufgebrochen und nie zurückgekommen. Und dann wurden wir von denen hier erwischt. Du meinst, es gibt Leben da draußen? Warum soll ich da kein sein? Aber du wirst hier keinen finden. Ja, es gibt viele schlimme Orte und Bestien. Aber wir kommen zurecht. Atjom, du hattest recht. Da draußen leben tatsächlich Menschen. Ja, ach nee. Wir wussten es nicht. Wir dachten, wir seien die einzigen Überlebenden. Gott, wir müssen der ganzen Metro davon erzählen. Noch ein Grund, weswegen ich jedes Mal rausgehe. Ihr zwei, raus! Hey, ihr habt uns fast zum Arsch der Welt gefahren. Damit kommen Sie schon klar. Gebt ihnen wenigstens ihre Masken zurück. Hey. Na, jetzt geh doch mal weg. Oh. Na. Oh Mann. Idiot. Er hätte nicht sterben müssen. Lass uns gehen. Oh Mann.
bin aber nicht tot. Zufällig, dass hier eine Maske rumliegt. Wo sind die Leichen hin? Was ist das hier für ein Ort? Hier. Ach, und hier ist es nicht verstrahlt, oder was? Die Drehscheibe wird aktiviert. Was für eine Drehscheibe? Ganz ruhig. Wir haben genug von deinem Gejammer, du alter Stinkstiefel. Du wanderst direkt in den Graben, wenn du nicht still bist. Jetzt hör zu. Wenn du hier rauskommst, werden wir so eine Scheiße nicht noch einmal dulden. Okay? Tiere. Wie können sie nur? Was kann ich nur tun? Da... Ein Mutant? Ein Telepath? Uah! Hey, warte. Ein Mensch? Ja, ich bin ein Mensch. Wie bist du? Oh, mein Gott. Wegen dir hat sie so geschrien.
Lebendig! Du bist wegen ihr gekommen? Ja, Mann. Also gut. Für wen sonst? Ich werde dir helfen. Endlich bin ich mal nützlich. Okay, sie haben das Mädchen zum Verhör durch den Kommandeur in die Basis gebracht. Okay. Ich kann dich nicht zum Haupteingang bringen. Da sind zu viele Wachen. Ja, aber das ist ja wohl klar. Es von der Rückseite. Okay. Auf geht's, aber nicht zu hastig. Ja. Wenn die dich bemerken, sind wir beide erledigt. Warte. Du bleibst besser im Schatten. Wir machen das so. Du machst heimlich das Licht aus, während ich sie ablenke. Schalte das Licht aus. Ja. Versuch dich dorthin zu schleichen. Okay. Aber meide bitte das Licht. Ja. Bleib nah an der Wand. Yermak, bist du das? Was stammelst du da? Komm her und hilf mir beim Reparieren. Jawohl, komme schon. Na los, na los. Das sollte ein Kinderspiel für dich sein. Du kannst mir nicht folgen. Nimm stattdessen die Leiter. Okay, wir sehen uns. Ein Schnürsenkel ist aufgegangen. Ja, als ob du mir sagen müsstest, was ich zu tun habe. Reparier lieber die Leitung hier. Das geht dich einen Scheißdreck an. Du musst ihn ausschalten. Kannst du das leise erledigen? Ja. Schleiche dich an einem Feind heran, um ihn lautlos auszuschalten. Ah, Yermak. Wird Zeit für die Kiste, hä? Zeit für dich in die Kiste zu gehen. Ja. Warte, warte einen Moment. Ich warte. Warte. Klasse. Machst du eine Kürze gefunden? Drücke C zum Werfen. Ich hoffe, die Geräusche lenken ihn ab. Gut gemacht. Ach, den sollte ich ablenken. Auf geht's. Komm. Na los! Ja, ja. Viel Glück. Dankeschön. Dir auch. Warte mal, das ist doch meine Frau. Wer zum Teufel bist du? Komm her. Du auch, du Penner. Erledigt. Mein Gott, du lebst. Ja. Du lebst. Wie froh. Bist du verletzt? Nein. Hunters Abzeichen. Es hat die Kugel abgefangen. Das du. Du bist ja das Miststück. Idiot, es herrscht Krieg. Ein Tod reicht euch wohl nicht, ihr Spastgalter.
Deswegen gab es kein Funksignal. Hast du das gehört, Atjom? Du hattest die ganze Zeit recht, verstehst du? Oh Mann. Oh. Oh. Warum? Warum habt ihr Moskau vor der Welt versteckt und umgekehrt? Weil der Krieg noch nicht zu Ende ist und ihr verhaltet euch wie verdammte Kinder. Alarm! Der Feind hat... Du hältst jetzt die Fresse. Ich will hier sein. Verdammt! Nicht schießen! Ich gehöre zu ihm! Artyom? Zu euch! Ihr müsst abhauen! Gehört das dir? Haben die hier liegen gelassen? Nein, eigentlich nicht, aber dankeschön. Wir müssen raus, bevor sie sich erholen. Bereit machen, Leute! Wachen! Du musst dich über den Hof schleichen und dann durch die Tür, aus der die Wachen kommen. Wer bist du? Andrei Ivanovich Jermak, der Zugführer. Lauft jetzt! Lauft zu diesem Hangar und zu Gott will, bringe ich euch hier raus. Die kennen mich, also kann ich ohne Probleme dort. Andrei Ivanovich. Ich hatte eine... Ach, werde ich wohl später erzählen. Okay. Sei vorsichtig. Wir sehen uns. Tschüss. Atjom, ich sehe den Feind. Hilf mir ein wenig. Bei dem Schneegestöber sehe ich nicht viel. Vergiss deine Sichtbarkeitsanzeige nicht, Atjom. Lichtanzeige an deiner Uhr geht an, wenn du so hell beleuchtet bist. Ja, prima. Ach so. Wir merken mich auch so, die Penner. Die brauchen nur zwei Schüsse, bin ich tot. Okay, ich bin weiter. Ist geschafft. So, bin durch. Er ist weg. Und schnell. Kannst du nicht schneller? Komm her, so. Ich sehe dich auf dem Turm. Okay. Zieh Wurfmesser gefunden. Ich zieh, genau so war das. Offenbar kannst du weitergehen, aber sei vorsichtig. Achtung, die Kommandozentrale wird vom Feind angegriffen. So, jetzt mach hin. Atjom, ich wechsle die Stellung. Pass auf, Turm ist ein Wächter. Warte den richtigen Moment ab. Ihr Personal hat mit auf weiteres an Ort und Stelle zu sein. Pech. Jetzt sitze ich ganz oben, direkt unter dem Stürmer. Ich gab, würde ich sagen. So. Hier noch jemand? So, der ist auch erledigt. Ist auch erledigt und... Den müsste ich mir holen können. Aber ich lasse ihn sein. So. Okay, ich gehe hier unten durch. Weil hier jetzt gerade ein Loch ist. Gute Arbeit, Atjom. Wir
sind drin. Jetzt ein Schuss. Jetzt müssen wir Yermak finden. Ah, jetzt kann's losgehen. Ja, ja. Ja. Man gönnt sich ja sonst nichts. Soll ich hier hochgehen? Kümmere dich um die Wachen. Geh da durch. Geh da rein. Weil du die ja auch jedes Mal siehst, ne? Da ist doch niemand, Alter! Lauf ich im Kreis oder was? Da ist der. Ja, ne, komm mach hin. Oh, komm her, komm her. So. Du siehst einfach nichts. Komm her, lass dich blicken. Bin ich froh, euch hier zu sehen. Jetzt kann er auf einmal das Schloss abknacken. Alles klar bei dir? Alles gut, danke. Alter, ist der Anfang mies. Wir haben nicht viel Zeit. Die sind bald zurück. Ich gehe zur Lok. Sie müsste jetzt bereit sein. Ja gut. Geh da hoch und schalte den Mechanismus für die Drehscheibe ein. Ja, los. Und seid bitte vorsichtig. Sonst ist ganz schnell die ganze Basis mit uns. Okay. Schnapp sie dir! Noch mal nachladen, der Penner. Den haben wir jetzt auch. Medikit wäre geil. Artyom, uns rennt die Zeit davon. Ja. So. Was ist nicht ganz auch? Artyom, wir haben keine Zeit. Schalte kein Medikit. So. Und zack. Doch, da ist ein Medikit. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh. Oh Mann. Alles klar?
glaube, wir sind schnell zum Zug. Noch ein Stück. Okay. Los. Okay, wir haben es geschafft. Gut. Setz die Masken auf. Die Dichtungen könnten beschädigt sein. Ich kann mich jetzt nicht bewegen oder so. Oh oh. Oh. Nicht so gut. Herr Ober, wir haben hier ein Problem. Oh oh. Leute, wir sind's. Helft uns. Anna, was zum Teufel? Jung, Leute, was macht ihr hier? Das kommt jetzt für Herr Ober. Das bedeutet Kriegsgericht für Sie alle. Was? Also gut, alle hier hören. Seid still. Ich fasse es nicht. Ein bisschen. Scheiße. Also ist das wahr? Du arbeitest für sie? Ich bin hier. Ach, egal. Ich habe keine Ahnung, was sie angerichtet hat. Wir haben keine Wahl mehr. Die Hanse können das nicht datenlos hinnehmen. Die Oberhaupt werden das nicht zulassen. Nein, ich bin nicht still. Wofür diese Störsender? Warum wird die Tatsache verschwiegen, dass nicht nur Moskau überlebt? Das dort in den Graben, da sind Menschen aus anderen Städten. Tod, alle Mann, die Klappe. Kinder. Das erkläre ich euch später. Alles. Okay. Wie sieht die Strecke aus? Die Strecke ist okay, zumindest bis 100 Kilometer, Matthias. Liegt in der Nähe, eine sichere Stelle zu halten? Natürlich, wir müssen uns allerdings beeilen. Sie haben den Kampf zu berufen. Also gut, meine Herren. Artyom und Anna haben gerade ein großes Chaos angerichtet. Sie können nicht mehr nach Moskau zurück. Das Kriegsrecht dort bedeutet die Todesstrafe. Jedenfalls muss ich sie aus der Stadt bringen, bis der Ärger verhaucht ist. Aber ihr solltet alle bleiben. Hören Sie, Herr Major. Meine Leute haben nichts mit diesem. Das ist nicht verständlich, was ich höre. Also ich werde sie kämpfen. Keine Frage, natürlich. Artyom, Anna, Sie gehören zurück. Sie warten zurück. Wenn ich hier bin, dann also gut, Schwachkörner. Werft die dann überbaut und dann voll überbaut. Lass uns etwas frische Luft schnappen. Ich bin so froh, dass die Jungs uns unterstützt haben. Wir scheinen mein Vater ihnen aber auch nichts darüber gesagt. Okay. Wir haben 20 Jahre in der Metro verbracht und geglaubt, die Welt sei im Krieg komplett verbrannt. Aber sie haben uns auf einen von diesen Störsendern gesteckt und wir haben nichts bemerkt. Wie genial von ihnen. Naja. Jetzt ist erstmal vorbei. Während du an der Oberfläche verstrahlt wurdest, hat mein Vater einfach weitergelogen. Er hat dich belogen und mich. Er hat alle belogen. Was? Oh. Na dann. Ich werde sie derweil ablenken. Sind Sie doch, Jarko? Ja, also lassen Sie den Scheiß, Miller. Sie können nirgends hin. Sie sind nie hier draußen gewesen. Und? Wir wollten nicht weit weg. Nur ein wenig aus der Stadt heraus, bis die Aufregung nachlässt. Und ihr habt einfach das Feuer eröffnet. Lasst ihr uns gehen, wenn wir anhalten? Ich muss sie verhaften und vor Gericht bringen. Oh Mann, was wird das hier? Das Urteil ist also bereits gefällt. Es wird nicht einmal eine Gerichtsverhandlung geben. Lassen Sie die Scheiße. Was haben Sie da? Karten? Immer schön weiter. Wollen Sie sich mit Ihrem Leben einen Ruhestand erzielen? Immer schön weiter. Sie, verdammter Krüppel. Pläne? Hochverrat? Seit Jahren haben wir euch geholfen, ohne Fragen zu stellen. Wir haben unser Blut dafür vergossen. Sie haben Verrat begangen. Sie haben uns vernichtet und Sie... Ich bin mein ganzes Leben Soldat gewesen. Mein Leben habe ich meinem Volk und meinem Land gewidmet.
aber ich will verdammt sein, wenn ich es an Parasiten wie euch vergeude. Ihr kommt näher. Einheit 13 in Bereitschaft. Mal schön ruhig. Herr Ober, meine Leute werden Ihnen damit schon helfen. Zack. Das nächste. Erstmal alle niedergebrezelt. Und eingeschaltet. Los, kommt! Und spreng! Ja! Los! Das ist knapp! Los, komm! So! Jetzt sollen die Stoff geben, was geht. Oh mein Gott, Artyom, Gott sei Dank geht es dir gut. Kabum. Alles in Ordnung. Du denn? Wir haben 100 Kilometer von Moskau entfernt angehalten, um unsere Geigerzähler abzulesen. Erstaunlicherweise sind sie alle im grünen Bereich, als hätten sie sich gegen uns verschworen. Trotzdem beeindruckt mich diese Nachricht nicht besonders. Die anderen sind ganz verwirrt, was sie nun tun sollen, aber ich warte nur auf Antworten. Und hoffe, dass der Kommandant, dem ich bis vor kurzem ausdrücklich vertraut hatte, sehr überzeugende Erklärungen hat. Okay. Warum die Trauer? Wir sind an einem kritischen Punkt angekommen. Und wir alle. Ich würde jetzt hier erstmal. Okay, schnell speichern geht momentan nicht. Dann machen wir nochmal kurz weiter. Wie es jetzt weitergehen soll. Also, haben Sie die Wahrheit gesagt? Wer hat die Wahrheit gesagt? Warum antwortest du nicht? Wer waren diese Leute, die uns umbringen wollten? Warum sollten sie auf dich, den Kommandeur des Ordens, schießen? Erklär uns das wenigstens, das schuldest du uns. Naja, dann kann ich die Bombe auch genauso gut gleich lassen. Der Krieg ist nicht vorbei. Was soll das heißen, er ist nicht vorbei? Lass mich ausreden. Die meisten Städte wurden zerstört. Der Rest des Landes ist vermutlich unter feindlicher Besatzung. Um Atomangriffe gegen uns zu vermeiden, war das Kommando die einzige Möglichkeit gewählt. Sich totstellen. Um Funkstille zu gewährleisten, wurde das Schildsystem aufgebaut. Ein Netzwerk aus Störsendern, das Moskau und die Vororte abschirmt. Damit ein paar Hobbyfunker mit ihren Gewinseln keine weiteren Bomben provozieren. Und einige dieser Störsender wurden von den hier Anwesenden ausgeschaltet. Hättest du das nicht vorher sagen können? Zum Beispiel bevor Artyom mit dem Funkgerät nach draußen ging und dann die Strahlung abbekam? Nein, ich wurde erst vor einem halben Jahr ins Bild gesetzt. Unter der Prämisse, sprichst du, stirbst du. Daher musste ich meinen Leuten sagen, wir hätten eine Wetterstation zu sichern. Herr Oberst, bei allem Respekt. Wenn wir nicht zurück können, sollten wir vielleicht nach vorne gehen? Ich habe da eine Idee, aber. Artyom, anstatt mit dieser stummen Missmilligung weiterzumachen, solltest du lieber die Funkfrequenzen überprüfen. Wir müssten jetzt außerhalb des Bereichs der Störmittel sein. Also probier's mal. Suche nach Funksprüchen von der Arche. Verstehst du jetzt, warum wir in den Augen des Kommandos Verräter sind? Wir haben einen Störsender ausgeschaltet, die Wache erschossen, ein Patrouille hat sie zerstört und sind aus Moskau geflüchtet. Wer braucht schon eine Verhandlung, wenn das alles mit klar ist? Es gibt jetzt kein Zurückkehr. Was bedeutet, dass ihr nach vorne durchstarten müsst? Kommando, wovon redest du denn da? Das Moskauer Verteidigungskommando. Hast du jemals von den unsichtbaren Beobachtern gehört? Ja, aber es ist doch nur eine Legende. Ganz egal. Sie sind das Kommando. Bist du sicher, dass sie sich nicht um ihre eigene Sicherheit kümmern? Du hattest die Arche erwähnt. Was hat es damit auf sich? Falls Artyom jetzt genau einfängt, wirst du es verstehen. Warte einen Moment, was passiert? Wo soll die Sonne sein? Ich hab's. Also, es ist irgendwo hier.
Das ist unser Ziel. Ist das das, was du im Sinn hattest? Ja. Das Projekt Arche ist eine ganze Stadt im Untergrund. Riesige Lager, Maschinen, die besten Experten. Es ist das Hauptquartier des Oberbefehlshabers. Alle Führungskräfte des Landes sind dort. Sie haben bereits mit dem Wiederaufbau begonnen. Wir werden ihnen sagen, dass Oskar noch lebt. Es war nicht alles umsonst. Alles wird sich ändern. Alex, verstehst du? Ein neues Leben beginnt. Wir alle übernehmen den Eskalus. Gut reagiert. Ich finde, der Moment schreit geradezu nach. Schenk ein, Daniel. Was soll ich einschenken, Herr Oberst? Das Zeug, das in deiner Feldflasche herumschwappt. Meinst du, ich wäre taub, oder? Das? Für einen Moment dachte ich, meine Ohren täuschen mich. Die Reise zum Uran ist nicht gerade kurz. Daher sollten wir es uns... Dankeschön, einfach noch. Wie wär's? Sollen wir diesem Schrotthaufen einen Namen geben? Hat aber Zeit. Lass sie uns Anna nennen und gut ist. Ach, fahr zur Hölle. Noch besser. Ach, komm schon. Wie wäre es mit Aurora? Die römische Göttin der Morgenröte und dieser Kreuzer... ihr wisst schon was. Schon besser. Nicht schlecht. Gefällt mir. Ein schöner Name! Ja, ganz gut, aber was für ein Kreuzer. Na, sag ich dir später. Dann ist das wohl geschlossen. Trinken wir auf die Aurora. Prost. Ja, Tjom, lass uns mal einen Blick auf die Karte werfen. In Ordnung. Eine Runde hatten wir. Das sollte reichen. Janok, voll davor. Jawohl. Komische Rosch für eine Strecke. Ich frage mich, wie lange das dauert. Egal, wir fahren dorthin. Naja. Ich glaube... Okay, er macht gerade einen Speichervorgang. So, jetzt machen wir schnell speichern. Und dann war es das erstmal für die Folge. Falls ihr nichts verpassen wollt, ja, guckt die nächste Folge, würde ich sagen. Wir sind jetzt im Metro 108 Kilometer gelaufen, gefahren, gerannt, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Steht auf jeden Fall da. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Und dann bis dann, Leute. Ciao.